Servus und willkommen zu einer neuen Folge von GT New Horizon. Ja, wir sind immer noch dabei, dass unser Car zusammengebastelt wird. Wir können gleich nochmal ein bisschen Kohle reinhauen. Wir sind jetzt mittlerweile schon bei 40%, 15 Minuten brauchen wir noch. Ich hoffe, dass wir in dieser Folge jetzt alles hinkriegen, dass das Zeug auch läuft. Ich hole mir sicherheitshalber nochmal Kohle. Und ich tue mal sicherheitshalber noch die restliche Kohle raus. So, dann habe ich jetzt meine Redstone Plates hier. Du kommst schon mal hier hin. So, dann habe ich meine Cards. Sagt, die Kohle kommt auch mit. So, die packe ich jetzt erstmal hier rein. So, dann habe ich jetzt auf jeden Fall schon mal das da. Ich habe auf jeden Fall schon mal das da. Weil wir brauchen ja jetzt dann die Detektoren. Brauchen wir auch noch. Auch gar nicht so viel. Was habe ich gleich so viel gemacht? Ach, ist egal. Ich brauche einen Red Alloy Rod. Okay. Kann ich gleich mal laufen lassen. Ich schätze mal, der wird ein bisschen brauchen. Oh, nö, ich habe sogar noch einen. Perfekt. Dahin. So, dann brauche ich Hammer und Rough Iron Rods, Screws. Rods. Bist du? Auch hier hin. Danke. Los jetzt. So, das heißt, das ist schon mal auf dem Weg. Das heißt, wir brauchen jetzt als nächstes Stahlplatten, 8 Stück. Ich brauche Weighted Dingsbums. Dafür brauche ich eine Steel Spring. So, das Rezept kennen wir ja. In der Bending Machine kann ich einen Long Steel Rod reindrücken. So, Long Steel Rod, weil das Problem hatten wir schon mal. Ich könnte jetzt hingehen und sagen, okay, ich nehme jetzt dich, schmeiße in den Extruder und lass einfach 2 Rods raus, nimm die dann in den Hammer oder Forge Hammer, ich weiß gar nicht, ob das geht. Aber ich habe mir das letzte Mal schon einen Mold Long Rod gebastelt. Das ist einfach, habe ich jetzt schon 1000 Mal gemacht, Platte gegossen, dauert nämlich ewig mit dem mit der Smeltery da draußen, weil wir bräuchten mal langsam eine zweite. Hammer, Pfeile, na, dann wieder dasselbe Spiel mit Stahl und das war's dann. Mehr ist es nicht. So, und jetzt kann ich nämlich hingehen und sagen, okay, schmeiße ich den Stil da rein. Ja, und statt, dass ich jetzt sozusagen 2 kleine rauskriege, gehe ich eine große raus. Braucht 15 Sekunden. Und dann gehe ich dahin mit der Bending. Dann lasse ich die ein bisschen drücken. Und ich habe eine Steel Spring. So, und das habe ich da. Ha, sehr schön. Auch nochmal 2. Sehr schön. Nicht gesehen. Aber wie gesagt, der muss ja runterlaufen. Wir drehen wieder. Ich möchte nämlich nicht aus Versehen was Falsches machen. So, ja. Also, das heißt, wir haben jetzt schon mal das da in der Vorbereitung. Das heißt, wir brauchen jetzt die Minecarts. Für die Minecarts brauchen wir Minecart Wheels. Und für die Minecart Wheels brauchen wir Stahlringe und Stahlrods im Assembler. Steel Rings. Okay, die Stahlrods sind natürlich alle draufgegangen, weil wir ja Motoren und den ganzen Käse gebaut haben. Nehme ich mal 7 Stück jetzt mit.
Dann heißt es jetzt nämlich, wir machen jetzt die Rods mit den ersten vier und die Ringe mit den letzten dreien. Haben wir auf jeden Fall auch wieder wegen Überschuss. Ja, und wer hätte mal gedacht, ne, dass es ewig dauert, Steve Cards vorzubereiten. Ja, das waren das und das. Vorteil ist halt gleich, wenn man hier ist. Man braucht gar nicht so weit gehen, um die Sachen zu machen. Sonst hätte ich hier wieder rüber rennen müssen und rüber und ihr wisst schon. So, das heißt, wir haben schon mal Steel Minecarts, haben wir jetzt drei. Das wieder rein. So, da haben wir die zwei großen. Die haben wir da rein. So. Das. Und jetzt brauche ich noch sechs Stahlplatten. Die dürfte ich in dem Ding da haben. Seht ihr schon kommen, dass die schon vorbereitet waren für was Spezielles. Sebo kommt zurück und alles weg. Also sechs davon und davon. Perfekt, perfekt, perfekt. So, jetzt, was brauche ich jetzt davon? Davon brauche ich jetzt auf jeden Fall vier Eisenplatten. Und davon brauche ich zwei Goldplatten. Die Eisenplatten. Der braucht da jetzt etwas länger. Okay, dann habe ich das. Ich brauche dann noch acht Stahlplatten. Habe ich das auch? Das heißt jetzt, ich brauche jetzt zwei Federn und vier Eisenplatten, ja. Ich brauche jetzt noch eine Feder und eine Goldplatte. Und am besten habe ich jetzt was gebaut, was ich gar nicht bauen muss, weil geht billiger. Das wäre mal wieder typisch ich, aber. Okay, das heißt, jetzt das haben wir, das haben wir, das haben wir. Die Steine habe ich noch nicht. Karts habe ich aber jetzt auch. Dann schauen wir mal jetzt sicherheitshalber da rein. Das sind noch auf jeden Fall genügend drin. Und wir brauchen nur noch 5 Minuten. So. Ich komme unter Zeitdruck. Bin nämlich gespannt, was schaffe ich eher. Diese komische Räder. Dahin, da, da und da. Und jetzt brauche ich bitte zweimal acht Steine insgesamt. Eins, zwei. So, Hammer und Pfeile brauche ich noch. Ich hoffe, dass ich das auch in der richtigen Reihenfolge gesagt habe. Hammer und Pfeile. So, dann haben wir ja noch Rough
Bolts durchgehauen. Die kommen jetzt gleich in die Lathe. Haben wir auch. So, was habe ich jetzt schon wieder falsch gemacht? Rough Iron Detektor. Red Alloy Rod. Hammer. Wooden Rail Bed. Hammer. Standard Rail. Hammer. Hector Annie. Ach. Idioten vom PC hocken. Hammer. Was haben wir gelernt? Wenn Schrauben dabei sind, ist immer ein Screwdriver zu verwenden. Schraubendreher. Was vergesse ich? Schraubendreher. Ich nehme eine Feile. Wollt die Schrauben wegfallen oder was? Okay. Dann kommt jetzt das da rein und das da rein. Und den Assembler. Detector Track? Ach, Detector Advanced. Ja, ja. Genau. Da war ja was. Da war ja was. Ich brauche nochmal drei. Dann nehme ich mal die, weil das noch ein wenig schneller. Das heißt jetzt das. Dann war das. Dann war das. Und das. Detector Advanced. Glückwunsch. So, und der kommt jetzt da rein und er läuft. Und wir haben einen Advanced Detector Rail. Und wir haben einen Bimmel. Und? Ich war ein bisschen schneller. Ich bin stolz auf mich. Ich war ein bisschen schneller. Ist das schön? Gut, dass ich da gerade noch mal das aufräumen wollte, weil ich hätte jetzt gerade dumm geguckt, wie noch mal was, wo ist denn mein roter Rucksack? Hätte ich euch gefragt, ja. Ihr hättet es gewusst, ich in 100 Jahren nicht. Und wir haben einen Modularcard. Ist das nicht schön? So, und jetzt hätte ich gesagt, nehme ich auf jeden Fall einen World Anchor mit. Muss ich gerade hoffen. Dann habe ich hier ein paar Tracks, die nehme ich auch alle mit. Dann habe ich ein Polyethylen-Sheet. Den nehme ich definitiv nicht mit.
Dann nehme ich den Soldering Alloy nämlich auch nicht mit. Auf Platz. Ja, mein Problem wird jetzt sein, dass ich bestimmt die Pipes nicht habe. So, das heißt jetzt eigentlich, ich kann jetzt mal eigentlich einen halben Stack Stahl durch die Wiremill hauen. Die Plätter sich auch da. So, jetzt ist die Frage, Lever. Brauche nur einen Button und einen Stick. Pressure Plate ist Iron Spring und Stone Slab. Zwei Stück. So, sind wir wieder bei der Spring. Nur diesmal neues Material. Eisen. Mach's mal da rein. So, dann nehme ich deinen Circuit mal. Pressure Plate. Hat er. Wir spielen nochmal. Oh, dann haben wir mal davon 8. Super, und jetzt habe ich gerade welche gefunden. Doch hervorragend, ne? So, ich möchte aber auf jeden Fall mal was ausprobieren, weil Word Anchor benutze ich jetzt zum ersten Mal. Ich nehme mir auf jeden Fall auch eine Chunk Loader Münze mit. Aber ich muss noch schnell was gucken. Ab da rein. Ich wollte eigentlich eine mitnehmen. Aber es ist schon wieder das Problem, dass das Inventar mit dem ganzen Zeug schon wieder voll ist. Okay, so. Maul Elektrum. Schauen wir mal. Dem. Dankeschön. Ja, ich glaube, das klappt nicht. Ach Mann.
Genau, ich brauche nämlich noch Pulli. Das Lustige ist, ich wechsle den eigentlich immer. Nur ich bin mir jedes Mal eigentlich unsicher, ob ich es wirklich gemacht habe. Ist doch auch schön, oder? So, ich möchte aber auf jeden Fall genügend Conduits haben. Und nur auf jeden Fall witzig, das alles einzustellen. So. Heißt, wir haben die restlichen, das heißt, wir haben jetzt schon mal 10 Stück. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal alles so provisorisch, wie ich das aufbaue. Du bist wohl nicht mehr ganz sauber, hä? Ich glaube, ich spinne. So, und ich hätte jetzt gesagt, ich mache jetzt den einfacher mal aus Gag hierhin. Achtundvierzig habe ich gehabt. So weit, so fertig. Heißt, wir haben schon mal einen Rundkurs. Also das heißt, wir brauchen auf jeden Fall noch mehr Schienen, weil das ist viel zu wenig. Ja. Und was noch viel zu wenig ist, ist, was ich mitgenommen habe. Denn ich brauche ja noch sozusagen den. Das Unterteil da, dass der auch weiß, was ich machen will. Wenn ich Glück habe, habe ich den auch in diese Kiste hier reingeworfen. Oder wenn ich Glück habe, in diese Kiste. Genau. Den Cargo Manager. Den braucht man nämlich auch. Ohne Cargo Manager geht nichts. Jetzt machen wir erstmal dann die F9 an. So, das heißt, ich nehme jetzt mal den World Anchor und stelle den mal daher. Man hat natürlich die. Ich wollte doch nur probieren, ob die Enderperle überhaupt geht. Mann, Mann, Mann. Und dann habe ich sie nicht dabei. Dann habe ich sie bestimmt gerade irgendwo rausgeschmissen, weil bei mir ist Ding voll war. Inventar. So, und ich lasse ich dieses Mal die Front Chest draußen. Aufräumen muss ich auf jeden Fall auch demnächst mal. Ich muss da noch weiter bauen. Ich habe vorne zu bauen. Ich habe da zu bauen. Ich habe da zu bauen. Ich müsste noch ein oder zwei Licht klatschen.
Einfach nur Wahnsinn, was man alles machen muss. So, ich packe jetzt hier was. Ah, also man sieht es, ne? Enderperle geht nicht. Das heißt, ich packe jetzt hier den rein. Und was jetzt halt das Wichtige ist, den Lever dran. Das heißt, ab jetzt bewegt sich da nichts mehr. Weil wäre ja Schwachsinn, wenn ich das jetzt machen würde, ne? Wenn ich daneben stehe. Alles klar. So, das heißt jetzt, ich habe jetzt unten. Unten ist, ja. Bin ich mir halt auch nicht sicher. Macht der nur Kohle? Glaube, er macht auch Holz. Charcoal wird er bestimmt auch machen. Das heißt, ich muss meine Charcoal-Produktion eventuell wieder anwerfen. Bisschen, was haben wir noch? Ja, aber wie gesagt, könnt ihr eigentlich auch dorthin. Ja, also, das ist ja nicht so, dass ich. Habe gesagt, also eigentlich könnte jetzt hier sozusagen der Förster hin. Hier kommt der erste Steve Katz hin. Dann kommt da das Sägewerk hin, dann gehört eigentlich da die Kokerei hin und dann am Schluss kommt zweites Steve Katz hin, wo dann mit den anderen Bäumen läuft. Dann heißt es jetzt für mich. Kann es auch sein, dass ich das total falsch mache? Gelb ist falsch, das ist grün. Grün ist Kohle. Ist das da? Schmeißen wir mal die Kohle rein. Die restliche Kohle kommt da rein. Tschüss. Auf jeden Fall nicht schlecht, weil vielleicht lasse ich sogar Birke erstmal laufen, weil Birke brauchen wir ja auch. Ich jetzt Fackeln nehme. Packst du mir nicht mit hin, ne? Hier muss ich schön brav mit der Hand machen. Sepplinge. Ach so, ja. Bäh. Hey, machst du für einen Schwachsinn? Die sollen da nicht hin. Der will mich verarschen. So, was haben wir hier? Charge per Railers. Ich brauche Bäume. Da sind die Bäume. Die Bäume kommen dahin.
Das kann nur falsch laufen. Das sehe ich jetzt schon. Change Slots Layout. Each side has own slots. Genau. So, dann heißt es jetzt vom Cargo Manager in die ins Rot. Vom Cargo Manager in grün ist Charcoal. So, Yellow Side. Ja, eigentlich müsste das, hups. Die Farbe blau sein. Was steht da? Change Turn Back Settings, Turn Back After Transfer. Continue along after transfer. So, Bottom. Top. Okay, die blaue Seite. Bottom. Two card. Jawohl, und er hat jetzt das Zeug drin. Also wenn ich es genau rausgefunden habe, ob ich alles richtig gemacht habe, ne, erkläre ich euch das Ding nochmal genau richtig. Aber ich bin schon mal froh, dass er überhaupt läuft. Ich bin zwar der Meinung, dass da viel zu wenig rauskommt, aber was will man tun? Ach, da oben. So, also das heißt, du kommst dahin und du bist jetzt auch erstmal blau. Schaut gut aus. So, das heißt jetzt auf jeden Fall, dass ich, den hätte ich gar nicht wechseln müssen. Jetzt packt er mir sozusagen die ganze Zeit die Saplinge in den Manager rein. Ich gehe jetzt mal ganz schnell noch eine Kiste holen, weil wir möchten ja noch, dass er das Zeug rausnimmt. Dass das alles funktioniert. Dass ich auch das ganze Zeit das Holz kriege. Irgendwann verbrennt er auch das Holz. Aber das ist mir dann egal, vor allem wenn wir dann die großen Bäume irgendwann dort haben. Weil dann bekommen wir so viel von dem Zeug, dass wir nicht mehr wissen, was wir mit dem Zeug alles machen sollten. Wobei ich weiß es. Ich brauche schnell noch eine Kiste, habe ich gesagt. Nehmen wir mal schnell eine Kiste mit. Wie gesagt, das wird jetzt alles dann noch verfeinert und verbessert. Aber ich bin froh, dass das Zeug überhaupt läuft. Und wie gesagt, und das muss ich auch als Regel aufstellen auf dem Server. Bevor der letzte runtergeht, muss er schauen, ob der World Anchor läuft und vor allem, was drin ist. So, und jetzt gehen wir dahin. Okay, so, dann haben wir jetzt die gelbe Seite.
Romcard. Ah, ich krieg's wieder nicht hin. Weil er müsste sich eigentlich verbinden. So, jetzt muss ich erst mal schauen. Auch eigentlich das Kistensymbol. Genau, gelb. So. Genau. Das heißt, jetzt bitte. From the card. Und jetzt macht das. Extract grün. Muss ich nur noch den dazu kriegen, dass er mir auch irgendwann das Holz rausbringt. Ja, das kann. Das geht natürlich nicht. So, da Insert. Da Extract. So, Side Chest. Aber ich mache jetzt auch mal hier blau. Jawohl. Also das ist das Blau hier. Ja, normalerweise macht man es ja so, dass man zum Beispiel sagt, okay, ich fahre jetzt hier rein, fahre dann meinetwegen an, hier vorbei, fahre da vorbei, fahre da vorbei. Ja, und dann sagt dann Rot ausräumen, Gelb dieses und das andere dieses. Aber wir machen es jetzt mal alles mit dem da. Dafür braucht man dann ja auch eventuell mehr von diesen Detector Reds. Aber ich habe halt mal nur eine. Ja, aber wir haben unser Holz in der Kiste. Wie gesagt, mit Filtern kann man dann irgendwann einstellen, dass er zum Beispiel alles rausschmeißt. Und das dann auch wieder schön brav zurückparkt. Die Sapling hat er mitgenommen. Ja, haha, genau. Das ist jetzt nämlich das Problem. Die Sapling hat er nämlich jetzt mitgenommen. Dafür brauchen wir einen Filter. Weil im Filter darf nur drin stehen, alles bitte nur mitnehmen, was Holz ist und alles andere lässt ihr bitte liegen. So, wenn ihr dazu Ideen habt, Kritik habt, sonstiges habt, oder auch Verbesserungsvorschläge für das, was ich da gerade gebastelt habe, dann schreibt es mir doch in die Kommentare. Sonst, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns dann wieder das nächste Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.